Moin moin zusammen und damit willkommen zu einem weiteren Blender 2.8 Tutorial Video. Heute machen wir mal etwas, was ihr euch sehr, sehr lange schon gewünscht habt, und zwar Low Poly Animals, also Tiere. Und zwar zeige ich euch den leichtesten Weg anhand eines Referenz-Images, wie ihr ganz leicht Low-Poly-Tiere erstellen könnt. Es ist völlig egal, welches Bild ihr nehmt, es klappt mit jedem Tier. Und bleibt unbedingt bis zum Ende dran, denn ab heute möchte ich eine neue Rubrik einführen, die nennen wir den Blender-Render der Woche. Den bekommt ihr immer am Ende des Videos zu sehen, denn auf unserem Discord-Server habt ihr die Möglichkeit, einen Blender-Render einzureichen und ich bestimme dann, wer gewonnen hat. Deswegen schaut unbedingt mal unten in die Videobeschreibung, dort findet ihr den Invite-Link auf unseren Discord-Server. In diesem Sinne würde ich jetzt sagen, stürzen wir uns mal endlich ins Video. Viel Spaß! So, wie ihr seht, habe ich hier bereits ein Referenz-Image eines Tieres, also ein Fuchs hier drinne. Falls ihr nicht wisst, wie man solche Bilder einfügt, verlinke ich euch mal unten in der Videobeschreibung einen Link zum Tutorial von mir. Jetzt werden wir aber erstmal einen Cube adden. Vorher mache ich euch die Screencast-Keys hier oben an, dass ihr unten links sehen könnt, was ich hier so drücke und betätige. Jetzt scannen wir das Ganze erstmal rein. Ich gehe nochmal in den Wireframe-Mode, dort können wir das besser sehen mit der Taste Z. Und ich packe mir mal das Referenz-Image noch ein Stückchen runter, das ist bei mir nicht ganz mittig. Achtet darauf, falls ihr auch ein anderes Tier zum Beispiel macht. Und jetzt werden wir erstmal den Cube hier ein bisschen in Ausrichtung bringen. Scannen ihn auf der Y-Achse nochmal ein bisschen dünner. Dann können wir hier mit der Taste Z zurück in den Solid-Mode wechseln. Werden uns einmal mit STRG R im Edit-Mode einen Loop-Cut hier reinsetzen. Gehen in den Face-Mode, wählen das Face hier aus und löschen mit der Taste X die Vertices. Dann können wir hier nämlich bequem einen Mirror-Modifier anwenden. Können hier unten rechts noch Clipping machen. Falls ihr keine Ahnung habt vom Mirror-Modifier, verlinke ich euch natürlich auch unten. Da habe ich auch bereits ein Tutorial zu gemacht. Dann können wir ganz bequem jetzt in die Seitenansicht gehen, mit der Taste 3 auf unserem Numpad, wechseln wieder in den Wireframe-Mode, gehen hier einmal in den Vertex-Select-Mode und alles, was wir jetzt machen, ist einfach bloß Box-Selecten mit der Taste B, also immer die Vertices hier auswählen und die dann mit der Taste G hin und her bewegen. Dann macht ihr euch einfach bloß so das grobe Schnittbild von dem Tier, welches ihr habt, achtet darauf, nicht zu krasse Details zu machen, da es ja Low-Poly ist. Und wenn wir das jetzt hier zum Beispiel haben, wählen wir die komplette Seite aus mit der Taste B und extruden das Ganze einfach mit der Taste E. Das machen wir jetzt hier nochmal. Dann wählen wir das einfach wieder ab. Könnt ihr Rechtsklick machen, ihr könnt aber auch zwei- oder dreimal A drücken. Ist auch in Ordnung, je nachdem wie ihr es wollt. Ich habe da manchmal diesen Alles-Auswählen-Tick. Deswegen nimmt mir das manchmal nicht übel. Wie gesagt, einfach immer abwählen. Bei mir ist es jetzt mit der rechten Maustaste, bei euch vermutlich mit der linken Maustaste und dann einfach mal Box selecten mit der Taste B, dann wieder die ganze Seite auswählen und das Ganze einfach extruden mit der Taste E. Wie gesagt, diesen Arbeitsschritt wiederholt ihr einfach jetzt ständig, einfach immer Box selecten mit der Taste B, das Ganze bewegen mit G und dann raus extruden. Ich mache mal hier nicht ganz weit unten an dem Referenz-Image, weil das hier Haare sind und nicht zum Körper gehören. Deswegen lasse ich das Weiße jetzt hier mal weg und mache hier nur das Orangene von dem Fuchs. Jetzt müssen wir hier eine schöne Form hinbekommen für den Kopf, den werden wir aber nachher noch ausbessern. Erstmal nur, dass hier wirklich das grobe Schnittmuster, kann man das Schnittmuster nennen? Ich nenne es jetzt einfach mal so. Wie gesagt, einfach immer hier packen. Es ist wirklich immer derselbe Arbeitsschritt und achtet halt wirklich drauf, nicht zu krasse Details zu machen, weil es wie gesagt Low Poly ist und kein High-Poly-Mesh. Jetzt werde ich mir hier den Vertices noch ein bisschen packen. Ich schätze, ich extrude jetzt noch einmal für die Mundspitze. Ziehe mir den hier ungefähr bis zur Nase und den unteren ziehe ich mir so ein Stückchen nach hinten, dass ich schon so eine leichte Spitze bekomme. Aber wie gesagt, den Kopf machen wir gleich noch weiter. Jetzt machen wir erstmal mit dem hinteren Part weiter, indem wir hier auch wieder einmal raus extruden. Ich achte immer ganz gerne darauf, dass die Vertices hier schon schön ausgerichtet sind, dass ich das Ganze dann später mit dem Fuß besser hinbekomme, beziehungsweise mit dem Hinterlauf hier. Deswegen schiebe ich mir die Vertices hier jetzt noch ein Stückchen nach vorne. Jetzt könnten wir die entweder mittig machen oder auch direkt Richtung Schweif nach hinten machen. Ich mache das jetzt aber, glaube ich, nochmal doppelt, denn das ist besser, denke ich, in dem Falle. Das sollte nicht schaden bei dem Hinterlauf. Deswegen hier nochmal raus extruden. Dann Richtung Schweif und ja, ich sage bewusst Schweif, nicht dass YouTube mir hier noch irgendwas reinhaut, weil ich ein verbotenes Wort sage. Ich weiß es nicht, ob das verboten ist, aber eigentlich ist die Bezeichnung dafür natürlich was anderes.
Jetzt extruden wir das Ganze hier nochmal raus für den Schweif. Packen wir hier unten den Vertices hier noch mit Box Select. Den hier nochmal ausrichten. Alles wieder Box Selecten. E, extruden. Einfach wieder moven mit der Taste G. Ungefähr so. Darauf achten, dass er jetzt nicht zu groß wird. Weil ja da auch viel Haare bei sind. Aber das sollte nicht schlimm sein. Können wir auch später noch nachbessern. Jetzt wieder hier alles Box Selecten. Eine kleine Spitze machen, ungefähr so. Das sieht schon sehr gut aus und ist Low Poly auf jeden Fall. Perfekt, das hätten wir schon mal. Ich gehe mal in den Solid Mode zurück und jetzt die Kamera einmal drehen. Seht ihr, dass euer Mesh ein bisschen komisch bis jetzt aussieht, aber das wird sich gleich ändern. Jetzt allerdings würde ich sagen, machen wir erstmal die Füße, bevor wir hier irgendwas anderes machen. Deswegen bringen wir uns mit Steuerung R mal einen Loop Cut hier ziemlich in die Mitte rein. Damit nicht gleich mit dem Mirror Modifier unsere Füße zusammengewachsen sind. Jetzt gehen wir einmal kurz in die Seitenansicht, aber ich glaube fast, dass es das Face hier ist. Wir machen trotzdem sicherheitshalber nochmal unser Image auf. Und nein, es ist doch ein Face weiter hier vorne. Also nehmen wir uns das Face, gehen in den Wireframe Mode und extruden das Ganze. Ich wechsle nochmal in den Vertex Mode und extruden das Ganze hier auch einfach raus. Und jetzt ist es wieder das gleiche wie eben. Box selecten, dann das Ganze bewegen mit der Taste G. Und das bewege ich mir jetzt hier auch nochmal ein bisschen in Ausrichtung. Noch ein Stückchen weiter runter. Auch wenn der Fuß oder das Bein weiter da oben anfängt. Aber das ist in Ordnung bei Low Poly. Jetzt wieder extruden. Das Ganze in Ausrichtung bringen. Wir müssen halt gucken, der Vorderlauf ist halt auch noch ein bisschen anders als der Hinterlauf. Ihr könnt das jetzt hier schon so leicht anschrägen. Jetzt nochmal extruden. Jetzt werden wir das Ganze wieder packen. Wie gesagt, eigentlich dasselbe Prinzip wie mit dem Körper. Nur müssen wir gleich hier vorne gucken. Eventuell müssen wir hier gleich einen Loop Cut reinbringen. Ihr könnt das Ganze auch rotieren mit R, wenn ihr das möchtet. In dem Falle mache ich das jetzt auch, dass ich hier eine bessere Kurve hinbekomme. Hier vorne versuche ich jetzt so eine leichte Spitze zu machen. Mit dem vorderen Vertices hier. Ihr müsst halt nicht so detailgetreu jetzt hier arbeiten. Aber das habe ich, glaube ich, jetzt oft genug erwähnt. Und ich glaube, es ist wirklich besser, wenn wir uns hier einen Loop Cut reinbringen. Ich gehe mal in den Solid Mode kurz zurück, dann könnt ihr ungefähr schon sehen, wie jetzt die Füße nämlich verlaufen. Die wären zusammengewachsen, hätten wir diesen Loop Cut am Anfang nicht gemacht. Jetzt werden wir uns aber hier nochmal die Füße etwas besser in Ausrichtung bringen. Das war hier so ein bisschen, oh, jetzt habe ich mich verklickt. Das war hier so ein bisschen so diese kleine Wölbung, wie auf dem Referenz-Image auch haben. Das noch ein Stückchen weiter runter. Müssen halt gucken, dass wir auch wirklich in den richtigen Fuß modellieren und nicht aus Versehen was vom hinteren Fuß, also bei dem Bild, benutzen. Dasselbe Prinzip ist es eigentlich auch hinten, also im Hinterlauf, einfach hier wieder das Face auswählen, das Ganze extruden, Box selecten, dann immer hin und her bewegen mit der Taste G, die einzelnen Vertices, dass ihr hier so wirklich eine schöne Form bekommt. Hier unten vielleicht ein bisschen rotieren, so wie ich es jetzt hier gerade tue. Und dann vorne, also ganz unten, das Pfötchen, einfach so eine schöne Spitze hier in Form bringen. Wenn wir dann zufrieden sind, können wir einmal in den Solid Mode wechseln, gucken uns das Ergebnis noch einmal an. Ich bin allerdings noch nicht ganz zufrieden mit den Vorderpfoten, deswegen werde ich hier doch nochmal ein bisschen dran rumspielen und die einzelnen Vertices hier nochmal packen. Vielleicht müssen wir das wirklich ein Stückchen runterbringen. Was wir natürlich auch machen könnten, wäre eventuell hier mit dem Knife Tool zu arbeiten und hier noch so ein Edge reinzubringen. Allerdings glaube ich, machen wir jetzt hier doch ein mit Steuerung R ein Loop Cut hier rein. Oh, jetzt habe ich es aus Versehen gelöscht und bewegen das hier nochmal ein bisschen in Ausrichtung, bis wir zufrieden sind. Vielleicht sieht es ja bei euch auch schon besser aus. Dann wechseln wir zurück in den Solid Mode und jetzt bin ich wirklich zufrieden. Ich hoffe, ihr seid es auch. Wir können mal das Referenz-Image hier ausmachen, denn was wir jetzt eigentlich größtenteils nur noch machen müssen, ist, alles in Form zu bringen. Dafür machen wir nochmal mit Steuerung R hier einen Loop Cut und jetzt werden wir das Ganze einfach so ein bisschen wölben bzw. abrunden den Körper. Dafür wählen wir uns mal hier die komplette obere Seite aus. Einfach mit gedrückter Shift-Taste alles auswählen. Und jetzt müsst ihr das Ganze nur zum Beispiel auf der Z-Achse einfach runter bewegen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr dann auch noch auf der X-Achse das Ganze so ein Stückchen nach innen bewegen. Ungefähr so.
Das sieht sehr gut aus und gibt uns einfach nochmal eine schönere Rundung. Jetzt haben wir hier vorne nur so einen kleinen Glitch. Ich glaube, ich mache das nochmal zurück und wir wählen das vordere hier, den vorderen Vertex nochmal ab und bewegen nur den Rest nach unten auf der Z-Achse und auf der X-Achse nach innen. Ungefähr so. Jetzt können wir auch schon anfangen, mal ein bisschen das Gesicht hier ordentlicher zu machen. Ich mache das ganz gerne so, dass ich das merge, und zwar einfach mal hier den Vertex anklicken, dann den anderen, Alt-M, at last, also mergen beim letzten, den wir ausgewählt haben. Dasselbe machen wir jetzt hier einfach komplett mit der Reihe, Alt-M zum mergen und dann at last auswählen. Ungefähr so, denn dann bekommen wir eine schönere Spitze und wir haben auch gleichzeitig noch weniger Vertices hier in unserem Mesh. Jetzt können wir das trotzdem noch mal ein bisschen reinbewegen. Das sieht jetzt wie gesagt am Anfang immer ziemlich komisch aus und ihr müsst hier echt eine Menge dran rumspielen, bis ihr wirklich ein schönes Ergebnis habt, aber so lange eigentlich auch nicht. Das werden wir auf jeden Fall gleich noch hübsch machen. Wir können jetzt noch mal die Vertices hier vorne noch näher zusammenbringen, dass wir noch eine schönere Nasenspitze bekommen. Ungefähr so. Den hier nochmal reinbewegen. Ja, wir kommen langsam zum gewünschten Ergebnis auf jeden Fall. Bevor wir jetzt allerdings den Kopf vorne fertig machen mit den Ohren gleich, machen wir erstmal den Schweif hinten fertig. Und zwar mache ich hier ungefähr dieselbe Prozedur wie vorne am Kopf. Ich versuche hier möglichst den Vertices-Count noch zu reduzieren mit einem Merge. Deswegen hier einfach mal die Vertices packen, also erst den ersten, dann den zweiten und dann at last, also Alt-M, um das Ganze zu mergen, at last. So bekommt ihr den Schweif, jetzt hätte ich es fast gesagt, auch noch ein Stückchen spitzer. Ich zeige euch das Ganze jetzt allerdings hier kurz im Schnelldurchlauf, da ich hier wirklich nur ein bisschen hin und her scale, das Ganze ein bisschen kleiner mache und vorne etwas anspitze mit dem Merge. Dann werden wir das Ganze einfach nur noch mehr abrunden. Dazu packt ihr euch immer die Vertices bzw. die Edges hier und bewegt euch das wie vorhin beim ersten Schritt immer auf der Z-Achse ein bisschen hoch, vielleicht auch ein bisschen auf der X oder Y, bringt euch ein paar neue Loop Cuts rein mit Steuerung R und skaliert hier oder beziehungsweise bewegt die Beine auch noch so ein Stückchen raus, dass die auch noch eine bessere Wölbung bekommen. Zu guter Letzt fehlt uns natürlich noch der Kopf vorne bzw. unsere Ohren. Deswegen werden wir den hier auch einfach nochmal ein bisschen reinscannen jetzt mit der Taste S. Eventuell hier hinten nochmal den Halsbereich einen Ticken dünner machen, dass wir da einen schöneren Übergang haben. Das bewege ich mir hier einfach, also die Vertices einfach packen und mit der Taste G Richtung Mitte bewegen. Durch unseren Mirror Modifier wird das Ganze ja wirklich schön zentriert bzw. bewegt sich natürlich auch die andere Seite gleich mit. Jetzt scalen wir uns das Ganze hier noch rein, beziehungsweise bewegen das rein. Gehen nochmal hier in den Edge Select, bringen wir das nochmal ein Stückchen mehr in die Mitte, so dass wir halt am Ende wirklich eine schöne Schnauze bekommen. Eventuell müssten wir hier nochmal merchen. Ich versuche jetzt aber erstmal so die Schnauze vorne zu machen. So ist das eigentlich auch recht gut. Ja, es nimmt Form an. Es nimmt auf jeden Fall Form an. Das sieht schon viel, viel besser aus als eben. Wir gehen nochmal hier in den Face Mode, denn wir wollen natürlich jetzt hier noch unsere Ohren machen. Vom Referenzimage her sieht das ziemlich gut aus. Einfach mal hier raus extruden das Face, beziehungsweise ich glaube, ich extrude mir das Ganze zweimal. Damit lässt sich einfach besser arbeiten. Sieht jetzt ziemlich komisch aus, wie so eine kleine Maus. Wir könnten es auch so lassen, wenn wir wollen. Machen wir aber natürlich nicht. Wir bringen uns das Ganze hier nochmal ein bisschen hier in die Mitte. Und dann müsst ihr halt einfach schauen, dass ihr das Ganze noch so ein bisschen reinscaled. Ich mache das Ganze jetzt nochmal im Schnelldurchlauf, weil ich denke, dass es jetzt ziemlich selbsterklärend ist und ihr es bestimmt schon raus habt, wie das Ganze jetzt funktioniert. Packt euch einfach noch ein paar Vertices, wölbt den Körper noch so ein bisschen, also rundet ihn noch etwas ab. Und wenn ihr möchtet, dann natürlich, vermutlich möchtet ihr das, könnt ihr dann natürlich auch noch ein paar Materials hinzufügen. In dem Falle jetzt so ein Orange für den Fuchs, obwohl er ein bisschen aussieht wie ein Wolf, aber ja. Und vielleicht auch einzelne Stellen des Körpers eventuell weiß machen, wie die Pfötchen oder den Schweif. Und so sehen unsere Füchse aka Wölfe gerendert aus. Ich habe nach demselben Verfahren noch zwei Elefanten erstellt. Ziemlich cool und wie gesagt, es klappt mit jedem Tier.
So, ich hoffe, ihr konntet alles einigermaßen wieder verstehen. Falls noch Fragen offen sind, haut sie einfach mal unten in die Kommentare. Und falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, dann tut das jetzt mal unbedingt. Jetzt kommen wir aber zum Blender-Render der Woche, zum ersten Mal. Und das geht diese Woche an den guten Joost. Dieses Bild hat mich wirklich verblüfft und sieht sehr, sehr schön aus. Besonders dieser kleine Vogel auf diesem Baumstumpf. Ansonsten verabschiede ich mich jetzt bei euch. Ich hoffe, wie gesagt, es hat euch gefallen. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. We'll be right back.